Ich meine, Diskussionen, wenn man Wissen hat und wenn man diskutiert, um etwas zu erklären, dann könnte man sagen, okay, da will man etwas beibringen. Aber leider diese Diskussionen, die im Internet sind und sowas, die sind immer wie, erstens, die Leute wollen sich zeigen. Wir können nicht über die Ansichten von den Leuten sprechen, aber leider, meistens ist das so, die Leute wollen sich zeigen. Zweitens, viele von diesen Leuten, die haben keine Ahnung von dem, was sie sagen. Da wird jemand zum Beispiel, bringt dir einen Satz von einem Gelehrten und der erklärt das nach seinem Gelüst. Drittens, Barakallahu fikum, diese Leute, ich meine, die wissen selber nicht, was sie da machen. Deshalb, es kam, pass auf, es gab einen Mann zu Imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Der hat gesagt, ich will mit dir debattieren. Der Imam Malik sagte, nein, ich debattiere mit dir nicht. Der sagt, doch, damit man die Wahrheit zeigt. Dann sagt der Imam Malik, sagte ihm, okay, wenn wir debattieren und ich besiege dich, was machen wir? Der sagt, okay, ich nehme deine Meinung an. Der sagt, wenn du mich besiegst, der sagt, ja, du nimmst meine Meinung. Der sagt, okay. Und wenn noch eine dritte Person zu uns kommt und der besiegt uns beide, was sollen wir machen? Sagt, wir nehmen, was er sagt. Der sagt, das bedeutet, wir werden die ganze Zeit uns ändern. Und dies mag ich nicht. Es gibt Beweis und fertig. Deshalb, ich finde das komisch, dass einige Brüder von Ahl-Sunna, dass sie anfangen mit diesen Leuten von Ahbash und Schia und Asha'ira und so weiter, dass sie debattieren und mit ihnen diskutieren. Barakallahu fikum, man diskutiert mit Leuten, die Wissen haben, die basiert sind. Leute, die wissen, wie man debattiert und wie man diskutiert. Leute, die diskutieren, damit sie wirklich damit sie die Wahrheit erreichen. Und nicht, damit man nur den anderen zeigt, ja, ihr seid falsch, wir sind richtig. Ich meine, warum diskutierst du dann, wenn du weißt, dass du richtig bist? Was wirst du? Was willst du damit? Und man merkt bei solchen Leuten, ich meine, viele von ihnen, die wissen nicht, was los ist, was sie sagen. Wallah, ich habe gemerkt bei manchen, dass sie bestimmte Wörter benutzen und die wissen nicht, was diese Wörter bedeuten. Und dann holen sie irgendeine Aussage von einem Imam und dann denken sie, dass die Aussage von dem Imam oder von dem Scheich oder von dem Alim, dass dies Beweis ist und das ist kein Beweis. والله تعالى أعلم وأعلم.